Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. Ihr wisst, was uns in dieser Folge blüht. Ich weiß es auch und ja, ich behaupte mal jetzt einfach mal nicht, dass ich mich darauf freue. Ich werde mir einmal mit euch zusammen den Weg jetzt angucken zu Manus. Um vielleicht in der nächsten Folge oder unter diesem Video beziehungsweise Kommentare auch entgegenzunehmen, ob das wirklich der schnellste Weg ist. Weil ich weiß gar nicht, wie ich da am schnellsten hinkomme. Bei den ganzen Bossen im Hauptspiel, da kenne ich ja immer schon so ein bisschen die Kniffe und gegebenenfalls auch die Abkürzungen und so. Aber hier bin ich gerade etwas, ja, auf mich allein gestellt. Ich will die Zeit jetzt auch nutzen, weil ich werde dann für die Versuche, die danach folgen oder darauf folgen, bin gerade voll mit den beiden Wörtern durcheinander gekommen, da werde ich den Weg wieder für euch rausschneiden, so wie das auch bei den anderen Bosskämpfen immer der Fall gewesen ist. Und ich nehme diesen Part jetzt auf, noch bevor ich, ouch, oh, da hätte ich mal den Schild oben lassen sollen, noch bevor das letzte Video online gegangen ist. Das heißt, wenn da ultimative Tipps mit drin gewesen sind oder so, dann kann ich die jetzt hier noch nicht umsetzen. Aber ich dachte mir, ich habe gerade relativ gute Laune, habe auch gerade hier ein Bierchen neben mir zu stehen und so und bin eigentlich ganz entspannt, weil ich diesmal im Gegensatz zu Artorias damals mich innerlich halt schon drauf einstelle, dass ich sterbe. Kann ich mir hier irgendwas abkürzen? Vielleicht muss ich dann gar nicht an diesen menschlichen Gegnern, Dingern da vorbei, also an diesen Menschlichkeitsgegnern. Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Ich hoffe, dass die Gegner mir nicht folgen bis dahin. Das wäre irgendwie ein bisschen blöde. Aber eigentlich geht der Weg. Weil ich habe im Vorfeld mal ein bisschen geguckt. Also ich habe mir keine Manuskämpfe auf YouTube angeguckt, aber ich habe nach ein paar Videos gesucht, wo Leute irgendwie... Achso, jetzt geht's schon los. Oh, ich dachte, ich muss da erstmal nochmal runter. Mhm. Wollte mir angucken, wo andere YouTuber vielleicht ihre Wege letzten Endes ablaufen, um da schneller hinzukommen und so. Und bin aber irgendwie nicht fündig geworden, weil die meisten haben ihre Manusparts immer irgendwie... Mann, ey, was ist das denn für ein Scheiß, ey? Darf ich vielleicht nochmal zu Ende ausreden oder was? Oh, ey. Aber so viel zu dem Thema, dass ich eigentlich ruhig bleiben wollte, ja? Kotzt mich schon wieder an, dass das jetzt hier gerade so kacke lief, ey. Direkt beim ersten Mal. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder fast verregt. Auf jeden Fall habe ich nach meiner, auf meiner Suche irgendwie nur Videos gefunden, wo die Leute direkt vor der Nebelwand hier anfangen oder unterwegs nochmal alle Gegner niedergeschnetzelt haben. Aber ich glaube, der Weg, der ist eigentlich okay. Also ich bin jetzt ja nochmal abgelaufen. Ist halt nur ein bisschen tricky, weil die Gegner einem dann hier und da immer ganz gerne nochmal in den Rücken schießen und so. Ja, das war timingmäßig scheiße. Aber ich glaube, ich kriege das irgendwie nie hin, irgendwie meine richtigen Ausweichmuster zu finden. Aber ich glaube, ich bin auch irgendwie immer ein bisschen zu hektisch. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen mehr drauf achte und mich konzentriere und so, dann tue ich mir damit einen ganz großen Gefallen. Das Blöde ist nur, dass meine Hände wieder ganz schwitzig sind. So, ich werde das mir jetzt versuchen, immer so anzutrainieren. Einmal ausweichen und dann einmal angreifen und so kriege ich zumindest den Anfang hin. Meine größte Angst... Scheiße, was ist das? Hä? Kenne ich das schon? Oh, scheiße. Hä, was war denn das für ein Angriff? Hat er aber in der letzten Folge so nicht gebracht, oder? Aber das war eigentlich gerade ganz... Ah, scheiße. Eigentlich gerade eine ganz gute Ausgangslage. Ach Mist, warum habe ich den denn gerade nicht getroffen? Weil der war danach relativ lange stunned. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber da hätte ich eigentlich mehr draus machen können. Nein! Nein! Aha, voll ausgewichen. Voll pipi, dieser Boss. Also echt mal, ich bin hier maximal unterfordert. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal irgendwie ausweiche. Nein, das war ganz blöd. Das war ganz blöd, Nico. Ja, oder Jochen, scheiße. Muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, sofort. Scheiße. Muss mich immer noch heilen. Ich muss mich immer noch heilen. Oh, dieser Moment war eigentlich gerade so perfekt. Ich glaube, das ist gerade der... Genau, das ist die Attacke. Ja, wo er dann im Nachgang so ein bisschen... aber doch relativ kurz nur. Scheiße. Ja, mein Timing ist ja schon wieder vollends beneidenswert und so. Ich weiß jetzt alle so neidisch, weil ich den gerade so gut meistern kann. So, ich hatte jetzt gerade das Bedürfnis, ihn ein paar Mal zu verkloppen. Aua.
Das war schlecht, das war schlecht. Meine Kondition ist im Eimer. Kann man hier eigentlich irgendwie runterfallen? Ich meine, immerhin ist er ja... Oh, das war blöd. Ja, ich habe schon wieder vergessen, dass er mehrere Male angreift. Ich meine, er ist ja irgendwie der Vater des Abgrunds. Aber gibt es ja auch einen Abgrund? Nee, ne? Ich glaube, damit ist dieser ganze Schlund hier insgesamt irgendwie gemeint. Und yay! Oh, sogar nochmal. Oh, 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 oh. Ich glaube, ja, das ist mir nämlich beim letzten Video aufgefallen. Ich glaube, ich stand nämlich, als er diesen Regen gemacht hat, irgendwie zu nah an ihm dran. Und hätte mich einfach nur ein bisschen vom Ort des Geschehens verabschieden müssen, beziehungsweise entfernen müssen. So, mein Freund, ich würde mich jetzt ganz gerne heilen. Lässt du mir die Chance vielleicht nochmal? Oh, ich glaube, das war ein ziemlich deutliches Nein. So, warte, kriege ich jetzt irgendwie nochmal Heilung hin? Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt? Was macht er jetzt? Das hier? Okay, damit kann ich gut leben. Ah, scheiße. Schade, dass der zweite nicht noch hingehauen hat. Aber dafür geben wir ihm jetzt noch eine. Und noch eine zweite. Nein! Oh, da wollte ich gerade zu viel. Aber der zweite... Scheiße, 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 scheiße. Der zweite Treffer, der hat irgendwie noch voll genützt. Oh, fuck. Oh, fuck. Das habe ich gerade mehr als scheiße getimed. So, jetzt würde ich mich ganz gerne heilen. Oh, ich glaube, hinter mir ist voll der Abgrund. Ja, wenn es einen Vater des Abgrunds gibt, gibt es auch irgendwie eine Mutter des Abgrunds? Oder... Autsch. Nein, heilen, heilen, heilen. So, und wenn es keine Mutter gibt, warum bist du dann der Vater? Bedingt das nicht irgendwie einander? Und wer ist dann dein Sohn? Hast du überhaupt einen Sohn? Kann ich dich jetzt einfach mal volle Möhre angreifen? Ja, habe ich gerade einfach so beschlossen, dass mir der Schnabel so danach steht oder danach wächst. Oh, fuck. Ah, ich will den noch einmal hauen. Ich will dich einmal hauen. Nein. Oh, ich wette, das war mein Todesurteil. Das war so dumm. Nein, ouchen, nein, nein, nein. Oh, das war so schuldeigen, ne? Ich glaube, nee, ich lebe noch. Heilen, heilen, heilen. Jochen, trink, 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 zweimal. Ja, okay, hat noch geklappt, sehr gut. Wow, 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 ich bin auch in the game. Okay, jetzt habe ich den dritten Schlag irgendwie nicht mit einkalkuliert, aber... Oh, der ist gleich down, der ist gleich down, der ist gleich down. Jochen, mach keine Scheiße, nein! Okay, ich will dich hauen, ich will dich hauen, ich will dich hauen, ich will dich nochmal hauen. Scheiße! Da wollte ich gerade zu viel. Aber der Ausweichroller ist mir voll gelungen. Eigentlich ist Manus gar nicht so schwer. Oh, fuck. Ey, immer wenn ich auch nur im Ansatz irgendwie andeute, dass ich ganz gut zurechtkomme, kommt er da irgendwie mit seinem komischen Kotzangriff, der wahrscheinlich somit der schlimmste ist. Oh, scheiße. Ja, da hatte ich ihn gerade irgendwie nicht fixiert. Das war gerade ein bisschen blöde. So, jetzt aber... Ah, jetzt ist mir das Ausweichen irgendwie nicht gelungen. Aber ich will den einmal hauen. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Eigentlich ist der Angriff ganz cool. Jetzt, wo ich weiß, dass ich nur mal nach hinten laufen muss, um... Scheiße. Oh, ey, das kriege ich immer so scheiße getimed, nur mit dem Ausweichen, ey. Eigentlich kriege ich das gar nicht getimed. So, scheiße. Ja, ja, alles hier scheiße. Alles scheiße. Nein! Mann, ey, Jochen hat nicht gerollt, obwohl ich Jochen gedrückt habe. Hm. Ich drücke Jochen immer, damit er rollt. Der rollt sich dann immer weg, weil er sich nicht von mir drücken lassen will. So sieht's nämlich aus. So, ausgewichen. Oh, jetzt kommen aber noch mehrere. Ja, ja, das habe ich gerade irgendwie vergessen. Und ich glaube, der braucht noch einen Schlag. Schaut doch unter einen Schlag. Hau ihn. Ich habe Manus besiegt. Ich habe Manus besiegt. Na, 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 na. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, ist ja echt eine gute Idee. Ey, vor allen Dingen, ich habe keinen Schluck aus meinem Bier getrunken. Keinen einzigen. Weil ich dachte, jetzt kommt voll die Mega XXL-Aufnahmesession. Ja, Mensch, was mach ich denn jetzt mit der Zeit? Nee, das war ja mal richtig easy peasy. Und ich sag euch, und dieser Part, der belegt das nur. Es ist echt, was ist denn hier? Ist das nicht die, ist das nicht diese Ulasil-Tante, die da am Hydra-See irgendwie stand? Ich wollte mich eigentlich sagen, dass das der Beweis dafür ist, dass das echt so von der Tagesform abhängt, wie gut man bestimmte Bosse irgendwie umnieten kann oder auch nicht. Kann ich sie irgendwie retten? Okay. Stöhnt sie jetzt nur rum oder spricht sie auch nochmal ein Wort? Ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach gehen? Ich kann sie doch nicht so liegen lassen. Also irgendwie fühle ich mich gerade schlecht. Was ist denn mit ihr? Soll ich sie töten? Sie hat bestimmt voll die geilen Drops. Ja, ich bin gerade irgendwie so erfolgsberauscht, dass das geklappt hat. Aber wirklich, ich fand den Kampf jetzt hier zum Ende hin, fand ich den gar nicht so schwer. Ich wäre auch gar nicht so traurig gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Wie gesagt, ich bin seit diesem Artoria-Dilemma, bin ich irgendwie sowas von geläutert.
dass mich wahrscheinlich jetzt nicht mal ein Kalamit irgendwie aus dem Konzept bringt. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß ja immer noch nicht, was ich mit dem Schmieder machen muss, damit der den mal irgendwie vom Himmel holt. Weil aktuell kann ich den noch nicht bekämpfen. Der Kampf oder die Möglichkeit, den zu bekämpfen, wird erst getriggert, wenn uns der Schmied hier unter die Arme greift. Deswegen, ja, keine Ahnung. Oder soll ich mal wieder auf Vitalität was machen? Ich bin ja eigentlich ganz gut zurechtgekommen hier mit der Kondition. Ach, obwohl ich glaube, ich mache die erstmal auf 35, wenn wir überhaupt so weit noch kommen. Ich bin mir gerade echt unschlüssig, aber ich mag die Ausrüstung, so wie ich sie jetzt nutze eigentlich. Ich mache jetzt mal einen Punkt auf. Ach, es sind nur 27 Punkte, ey, ist ja gar nichts. Oh, nee, ich mache jetzt Kondition. So, ich bleibe jetzt meiner Linie treu und werde jetzt hier keine unnötigen Experimente eingehen. Ey, das ist so krass. Ich glaube immer noch nicht, dass das hier gerade alles irgendwie so funktioniert hat. Ey, Wahnsinn. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten? Ich glaube, hier rüber. Genau, ich wollte jetzt nämlich nochmal zum Schmied. Ja, was ist denn mit der Frau, die da liegt? Kenne ich die schon und kann ich ihr irgendwie helfen? Ich hätte ja auch meinen Estus abgegeben. Ich meine, ich habe nur noch 4, aber hätte ihr durchaus was mitgegeben. Ey, wenn ich jetzt in diesem Part auch noch Kalamit irgendwie hinkriege, ey, wie geil wäre das denn? Ich glaube, dann solltet ihr alle, die dieses Video sehen, sollten dann mit mir zusammen irgendwie eine riesengroße Party feiern. Nein. Okay, ich warte erstmal ab, ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass es mir vielleicht ähnlich ergehen wird wie meiner Kollegin Evil, die ja auch mit Manus relativ wenige Schwierigkeiten hatte. Eigentlich gar keine für meinen Geschmack. Die hat dann aber ihre Schwierigkeiten bei Kalamit gehabt und ich befürchte fast, dass mir das auch so ergehen könnte. Zumal ich auch in dem einen oder anderen Kommentar zuletzt gelesen habe, dass Kalamit viel schwieriger sein soll, aber das wird sich noch zeigen. Well, thus come again. This is a surprise. Also, mein erstes Schlückchen. Oh, das schießt mir mal gleich wieder an den Kopf, ey. Kann wieder witzig werden. Hier, reden. I suspect that I was taking a gander at it. But the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Ey, der ist so klug, der Typ, wirklich. Ich finde seine Stimme toll, ich finde sein Design toll, ich finde seine ganze Funktion hier in diesem DLC-Gebiet total klasse, aber ich will trotzdem, dass er jetzt den Drachen mal vom Himmel fischt. Do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Meint er den Schmied aus Anor Londo oder jemand anderen? Irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den Zusammenhang so richtig deute. Nein. Ich habe noch eine andere Theorie. Mich ärgert gerade so ein bisschen, dass ich jetzt den letzten Part, weil der kommt, ich nehme das jetzt an dem Sonntag auf, wo der letzte Part online kommt, also so eine Woche vorher quasi. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch mir vielleicht schon den Hinweis gegeben haben könnte, wie ich Kalamit jetzt triggere. Und meine Vermutung ist, dass ich vielleicht da nochmal hinlatschen muss, wo man den dann später bekämpfen muss, weil ich glaube, es kommt nochmal so eine kurze Animation oder Cutscene oder Sequenz oder was auch immer. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ey, es tut mir so leid. Aber Bier und Cola, das ist so die größte Gemeinsamkeit, davon muss ich die ganze Zeit rülpsen. Das ist komischerweise bei den beiden Getränken viel schlimmer ausgeprägt als bei Wasser. Ja, es kann dann vielleicht sein, dass ich den hier nochmal erscheinen lassen muss quasi. Ich glaube immer noch nicht, dass ich den besiegt habe.
Ey, ohne Scheiß, ich habe mich jetzt hier so auf so eine, auf so einen richtigen Fail-Part eingeschossen, wo ich mir sage, jedes Mal, wenn du irgendwie drauf gehst oder so, nimmst du ein Schlückchen und ja, mal gucken, vielleicht wird das irgendwie deine Stimmung heben oder so, keine Ahnung, oder du kannst diesen oder diese Blamagen besser verkraften, keine Ahnung. Also so ist halt mein Plan gewesen. Ich habe mich jetzt echt ja auf eine Stunde Dark Souls Aufnahme eingestellt, also eben schon mit eingerechnet, dass Mann, ey, kannst du mal aufhören, mal auszuweichen? Kleines Kackding, du. Ja, wo ich da einfach so einen richtigen Fail-Part auch ins Leben rufe. Ich habe mir sogar schon Gedanken gemacht über, über den Videotitel, den das hier dann bekommen soll, mit diesen ganzen fehlgeleiteten Manusversuchen und so. Ey, das ist echt so geil. Ey, das ist echt der geilste Sonntag seit langem. Also ich mache die Geilheit meiner Tage nicht unbedingt immer davon abhängig, wie die Let's Play-Aufnahmen verlaufen. Aber das ist echt schon für mich so ein kleiner Grund zu feiern. Weil es ist auch, Let's Play hin oder her, es ist ja auch für mich jetzt so als Privatperson Betty, ja, das erste Mal, dass ich Manus überhaupt besiegen konnte. So, ich habe den ja noch nie vorher irgendwie bekämpft, sondern den immer nur bei anderen gesehen. Und bin gerade mega geflasht. Also ich werde mich beim Freudentaumel wahrscheinlich immer wieder jetzt hier in dieser Folge hingeben. Werde mich wahrscheinlich, ich glaube, ich klemme. Oh, okay. Ich dachte, Jochen kann sich da jetzt nicht mehr befreien. Wäre irgendwie ein sehr trauriger Tod, ne? Gerade den Vater des Abgrunds besiegt und dann in so einem Stein hängen bleibend, um dann von so einem Hühnchen aufgedingst zu werden. Also, das wäre irgendwie eine ganz, ganz böse Ironie des Schicksals. Mir fällt gerade ein, ich hätte oben noch mal gucken müssen oder sollen oder können, aber die Chance bekommen wir hier bestimmt noch. Ob dieser Chester da noch steht, weil seinen Geist haben wir ja irgendwie aus dem Weg geräumt. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt so noch zur Verfügung steht. Könnte man sich ja mal angucken. Alter. Gänsehaut pur. Oh, ich krieg da jedes Mal die perverseste Gänsehaut überhaupt. Ohne Scheiß. Vor allen Dingen habe ich den, diese Sequenz gerade zum ersten Mal auch so richtig mit Dick Headset an den Ohren und so, ne, wahrgenommen. Ich will jetzt eine Sache kurz machen, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt hier runtergehe. Ich weiß immer noch nicht, mit welcher Taste ich mich hier runterdingsen kann. Nee. Hä? Okay, ich weiß schon mal, wie ich nach oben und nach unten kicke. Aber, ich muss die, ach so. Jetzt weiß ich auch, wo mein Fehler lag, die ganzen letzten Male immer. Ich habe nämlich die ganze Zeit parallel dazu nach unten gedrückt. Ey, warte mal. Habe ich gerade die ganze Zeit so gegen Manus gekämpft, ohne Schild? Oder hat er das gerade bei meinem Leiterabstieg quasi, oder hat er das da gerade umgesteckt? Irgendwie bin ich gerade etwas überfragt. Keine Sorge, falls ihr jetzt denkt, Mann, ey, warum geht die Trolla jetzt hier lang? Ich will endlich den Kampf sehen und so. Ganz gechillt, Leute. Ich werde euch dann den Rückweg rausschneiden. Ich will nur mal gucken, was wir hier alles finden. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es hier schöne Sachen gab, die teilweise irgendwie zu übersehen waren. Relativ einfach. Ich soll jetzt hier mal voll gegen das Wasser ansprechen. Ja, aber war hier nicht mal irgendwie eine Truhe oder so? Oder verwechsel ich das gerade total? Okay, jetzt bin ich irritiert. Ich hätte nämlich schwören können, dass es hier bei diesem ganzen Wasserfallgedönse hier irgendwie noch eine Truhe gibt. Hm. Deren Inhalt ich jetzt allerdings auch nicht... Ach, der ist schon da? Wow, 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 wow. Okay, das war... Das war ganz großes Kino. Ich dachte, ich könnte mich jetzt hier erstmal unten umschauen, aber nee. Der verteidigt sein Revier. Alles klar. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Soll er ruhig machen. Hoffentlich werde ich ihm irgendwann ordentlich den Arsch versohlen können. Oh, jetzt sind wir hier. Super. Okay, wisst ihr was? Dann müssten wir ja jetzt... Der wird das ja gespeichert haben, ne? Was ich da gerade... Nein! Bin in der Zeile verrutscht. Das hat nichts mit dem Bier zu tun. Ja, ich nochmal kurz sammeln. Genau, hier geht es jetzt nochmal hin. Boah, also ich glaube, ein, zwei, drei Versuche Kalamit kriegen wir jetzt in dieser Folge noch hin. Ey, das wäre so krass, wenn ich den auch schaffen würde, aber ich glaube es nicht. Also wirklich, ich habe so mitgefiebert. Ich kann euch echt nur empfehlen,
euch das Video von Evil anzugucken, wo sie sich an Calamite versucht hat. Ey, das ist teilweise so eine Spannung gewesen. Ey, mich hat da kaum irgendwas noch im Stuhl gehalten. Das war echt der Wahnsinn. Weil bei ihr dauern die Kämpfe halt auch immer ein bisschen länger als bei mir. Weil ich gehe ja immer so ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen, immer mit einem Kopf durch die Wand. Habt ihr vielleicht auch bei Manus schon so ein bisschen feststellen können. Und sie ist da mal so ein bisschen bedachter und taktischer und so, auch wenn sie das jetzt hier wahrscheinlich abstreiten wird. Aber wenn sie damit schon so eine Schwierigkeiten hat, dann will ich gar nicht wissen, wie das bei mir ablaufen wird, ne? But Mother, is the Black Dragon posing the duress? Ja, kann man so sagen. Wir sind gerade nämlich gestorben bei dem, weißt du? Ich hoffe, ich kann an deine Beschützerinstinkte appellieren. Yes, I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere to the bitter end. Ja. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Gorf hunts dragons. Ich hab dich auch in mein Herz geschlossen. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Oh, wie toll ich diesen Typen finde. Und wie ich gerade schon wieder so eine richtige Gänsehaut bekommen habe. Ich finde diese Sequenz so toll. Ich bin gerade echt dabei, mich in dieses ganze DLC zu verlieben, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen von meiner Tagesform abhängig. Ah, hello there. What of Calamite? He is an ancient dragon. Skyward or no, he will not be put down easily. Ja, werden wir noch sehen, ne? Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return. Great waves of nostalgia. Du, also ich verstehe das jetzt schon. Also all diese Emotionen, die du gerade beschrieben hast, die habe ich vor allen Dingen bei Artorias durchleben müssen. Okay. Ja, ich glaube, das kennen wir schon. Deswegen muss ich gerade so kurz innehalten. Tschüss, mein Freund. Du darfst mich auch Jochen nennen übrigens. Weißt du? Wenn ich nicht Angst um meine Hand hätte, würde ich dir fast die Hand reichen, um darauf einzuschlagen und unsere Freundschaft zu besiegeln. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würdest du sie mir zerquetschen. Deswegen lassen wir das einfach mal und belassen es bei Worten. So, sehr schön. Ey, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich muss jetzt eigentlich meine
anfängliche Heiterkeit und alles jetzt versuchen, einfach in diesen Kampf mit zu übertragen und darf mich davon jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen, ja, ich bin manchmal so Hobby-Wahrsager-mäßig veranlagt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich diesen Part ziemlich frustriert beenden, obwohl hier im Mittelteil und am Anfang und so alles recht toll lief. Na, obwohl, bei dem ersten Versuch, wo ich draufgegangen bin, habe ich mich ja tierisch aufgeregt. Aber das Geheimnis von Manus ist, glaube ich, wirklich, auch wenn das jetzt voll neunmal klug klingt und ich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie habe, wenn es um die DLCs geht, aber ich glaube, das Geheimnis ist einfach, also das ist meine persönliche Erkenntnis, dass man nicht zu schnell machen darf, sondern sich Zeit lassen sollte. Okay, der steht immer noch hier. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Oh, ich glaube, der ist pissig, ne, weil wir ihn bekämpft haben. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Also ich muss ja, warte mal, ich gucke noch, ob er was anderes sagt. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Eigentlich ist das gar nicht so dumm, was er immer sagt. Aber wenn er mal so lacht, dann ist das immer so provokant und so, ich würde ja am liebsten ins Auge spucken mäßig, finde ich. Well, you've quite the nerve. I've had enough of you. Ja, bekämpf mich doch. Vielleicht macht er das ja irgendwann. Also er macht auf jeden Fall keinen Hehl daraus, dass er Jochen irgendwie überhaupt nicht mag. Ja, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Aber ganz ehrlich, was haben wir denn verbrochen? Wir sind doch einfach nur menschlich durch Ulysseel gerannt. Und es ist ja nicht so, dass er da irgendwie plötzlich als Geist auftauchte, um friedlich seine Friedenspfeife zu rauchen, sondern er ist schon auf uns losgegangen, ne? Deswegen soll er mal nicht so pissig sein. Hat mir nämlich gar nichts vorzuwerfen. Keine Sorge, Jochen, ich stehe voll hinter dir. Lass dich von dem Typen nicht provozieren. Ich mag dich in diesem Part, weißt du? Du hast nämlich Großes geleistet und mich total beeindruckt mit deinem unfassbaren Skill, den ich dir damals im Artoria-Kampf noch voll abgesprochen habe. Aber, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Oh, ich finde, logischerweise, wenn man jetzt die Parts einfach mal gegenüberstellt, ich fand den Ritter von Artorias ja schon irgendwie krasser. Muss ich ja so zugeben, ne? Oder es ist wirklich wieder so ein Tagesformthema. Wer weiß, vielleicht hätte ich heute beim ersten Mal auch Artorias bezwungen. Kann natürlich auch sein, ne? Weiß man nicht. So, auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal dem Drachen zuwenden. Und ich werde ihm diesen Schwanz nicht abpacken. So viel kann ich schon mal sagen. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Ey, das ist für mich wahrscheinlich der epischste Bosskampf in ganz Dark Souls. Ich glaube... Aua... Ich glaube, es gibt für mich keinen epischeren Bosskampf als diesen hier. Ich finde den einfach wahnsinnig, aua, wahnsinnig toll gemacht so. Aber sowas erzähle ich ja immer, bevor ich irgendwie mich an irgendeinem Boss versuche, ne? Und dann sterbe ich immer und dann hasse ich den irgendwann. So, jetzt habe ich hier wieder voll die Framerate-Einbrüche. Ist natürlich, oh, falsche Richtung. Ja, so sollte das eigentlich nicht laufen, aber mein Kristallschild hat das meiste davon abgefedert. So, ist es jetzt sinnvoll, irgendwie in seiner Nähe zu bleiben oder eher weiter wegzugehen von ihm? Ich habe da irgendwie noch keinen Masterplan. Aua. Oh, ich stehe voll unter ihm. Hallo. Hallo, Kalamit. Bequem hier. Ich fühle mich voll an Sif erinnert. Aua. Oh, 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 oh. Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe keinen Plan, wie der geht. So, ich würde mich jetzt ganz gerne heilen. Lässt du mich vielleicht ganz kurz? Dauert auch nicht lange. Guck mal, war doch nicht so schmerzhaft, oder? So, nu...
Okay, das ist, glaube ich, ganz cool. Kann man ganz gut ausweichen. So. Nochmal. Autschen. Okay, das hat wehgetan. Weiß gar nicht, ob die Sift-Taktik hier auch funktioniert und ob das irgendwie hilfreich ist. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Heilung. Ich glaube, ich bin weg. Ich bin... Hä? Okay. Oh, jetzt bin ich aber weg. Super. Toll. Egal. Ich habe gute Laune, denn ich habe Manus besiegt. Na, 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 na. Und zwar insgesamt beim dritten Mal. Ja, und ich war nicht mal so mega konzentriert. Ich bin auch noch richtig scheiße vorgegangen bei dem. Ne? Hab ich da mal reingerollt und blöde Witze gerissen. Und vielleicht sollte ich schwierige Dark Souls Passagen immer mit Bier aufnehmen. Aber ich ja vorhin schon gesagt habe, ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon getrunken. Also Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich der psychologische Effekt, der dahinter steht. So das klassische Belohnungsprinzip. So, ich habe wahrscheinlich mir so künstlich Lockerheit dadurch verschafft, dass sich meine Psyche, mein Gehirn so gesagt hat, okay, Nigoya, du wirst jetzt hier ganz oft sterben, aber jeder Tod hat auch eine positive Kehrseite. Ja, voll primitiv, ich weiß, aber ja, egal. Mal gucken, ob das bei Calamity auch funktionieren wird. Ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass ich vielleicht meine Prognose, die ich eigentlich für diesen Part aufgestellt hatte, also dass ich jetzt hier vielleicht 3, 4, 5 Folgen benötigen werde, um mich an Manus zu probieren, dass sich das jetzt vielleicht 1:1 auf Calamity übertragen lässt. Das wäre natürlich alles andere als cool. Aber, ja, müssen wir mal schauen. Müssen wir einfach mal abwarten, ne? Abwarten und Tee trinken. Und der letzte Boss hier in Dark Souls, also vom Hauptspiel, den fand ich damals auch richtig schwer. Wobei ich natürlich damals im Vorfeld, glaube ich, auch noch nicht so ein hohes Level hatte, weil ich ja nie die DLC-Sachen gespielt habe. Und mir das vielleicht dadurch bedingt ein bisschen einfacher fällt. Ich bedauere immer noch, dass ich mein Save-Game von damals mir nicht aufbewahrt habe, weil sonst könnte ich das auch nachprüfen. Aber wir müssen das auch so schaffen. Erstmal an Calamity vorbei. Ich befürchte ja fast, dass Calamity auch schwieriger werden wird als dieser andere Boss. Aua, okay. Ja, ich müsste mir halt irgendwann angewöhnen, mir auch zu merken, wie man seine bevorstehenden Angriffe zu deuten hat. Scheiße. Aber noch überschaubar. Aua, vom Schaden her. Da ist mir wieder das Ausweichen nicht gelungen. Okay. Ich glaube, das wird extrem, extrem schwierig werden. Und ich habe gerade irgendwie das blöde Gefühl, wie bereits in Aussicht gestellt, dass ich hier eine Weile zubringen werde. Warum? Ich bin doch eigentlich gerade ausgewichen. Warum hat denn das nicht funktioniert? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Oh, 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 oh. Da stand ich mittendrin. Eiskalt abgestraft, dass ich so auf Kuschelkurs gegangen bin. So, jetzt. Nein! Jetzt hat das irgendwie geklappt. Oh, ich dachte, der macht das nochmal. Verstehe ich irgendwie nicht, warum der... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. Aber es nimmt mir jetzt nicht so viel ab wie manche andere. Ah, ich habe jetzt so einen ekligen Effekt. Ich weiß leider nicht mehr, was der macht. Aber der macht irgendwas, was ziemlich beschissen ist. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, keine Ahnung. Hab irgendwie noch nicht so mein Patentrezept gefunden. Der ein oder andere, oh, ich glaube, einmal will ich den jetzt noch probieren. Habe jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Blut geleckt. Ich glaube, mein vermeintliches Patentrezept, was ich in Hinblick auf Manus aufgestellt habe, lässt sich ja auch ohne Probleme auf Calamity übertragen. Nämlich einfach mal ein bisschen Geduld und ein bisschen beobachten, was er macht, ne? Und nicht einfach so die ganze Zeit in ihn reinrennen. Und auf ein neues, mein Calamitchen. Das hat echt noch so ein bisschen den Bonus, dass ich durch Manus immer noch so voll die gute Laune habe und so. Ich glaube, bei der nächsten Aufnahmesession wird das alles ein bisschen schwieriger mit uns beiden. Ich glaube, die beste Möglichkeit, ihn anzugreifen, so habe ich damals, als ich bei meinem Bruder zugeguckt habe, so ist er auch irgendwie an den Schwanz rangekommen, ist abzuwarten, bis er seine komische Luftattacke vom Stapel lässt und dann irgendwie anzugreifen. Ja, ich glaube, Geduld. Geduld ist hier das A und O.
Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war dieser Angriff hier. So, und jetzt... Oh, das war gerade gut getimed. Also nicht mal mit Absicht, aber ich... Jetzt hat Jochen wieder getreten. Ey, genau wie das, was mich damals bei Artorias so aufgeregt hat. Na, ich glaube aber, so wird das irgendwann klappen. Weil nach seinem komischen Flugangriff kann ich theoretisch... Aua. Nicht so stürmisch, bitte. Oh, 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 oh. Okay, sehr gut. Aber manchmal schlägt er dann mit seinem Schwanz noch so komisch nach. Und, hat man irgendwie eine... Scheiße. Was macht der? Hallo? Hat er sich gerade ins eigene Bein gebissen? Das sah gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ja, aber so müsste das eigentlich gehen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht verrecke. Abseits von seinen Luftangriffen. Und dass ich meine Nerven so ein bisschen, beibehalte. Und hier keine Fehler mache, so wie jetzt gerade. Wobei das eigentlich kein richtiger Fehler war. Und nochmal. Oh fuck, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Kriege ich mich nochmal geheilt? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Lässt du mich nochmal ganz kurz? Oh, ich würde mich so gerne heilen. Ich habe eigentlich nämlich gerade voll die gute realistische Chance gegen dich. Jetzt, 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 jetzt. Und nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das hat noch geklappt. Das hat noch geklappt. Und einmal den. Sehr schön. Und nochmal. Oh, nee. Das war blöd. Nein. Oh, jetzt hat er noch den Angriff von gerade eben irgendwie umsetzen wollen. Oh, das war nicht so die allerklügste Entscheidung. Aber egal. Ich bin noch in the game. Alles gut, alles gut. Alles entspannt, alles easy. Ich heile mich mal sicherheitshalber. So, willst du nicht wieder auf mich zufliegen, Schatzi? Oh, 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 oh. Ich finde dich immer so besonders sexy, wenn du anfängst zu fliegen, weißt du? Darfst du gerne nochmal machen. Ich bin hier gerade irgendwie so ein bisschen an die Wand gedrängt. Ich glaube, das könnte mir zum Verhängnis werden, wenn ich jetzt hier irgendwie stehen bleibe. Deswegen gehen wir mal. Oh, fuck, ey. Mein Daumen flutscht voll vom Pad runter, ey. Weil meine Hände gerade wieder so schwitzig sind. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Das ist eine sehr gute Idee. Lieber Kalamit, sehr schön. Was solltest du öfter machen? Ganz, ganz toller Einfall, den du da bringst. Das Nachschlagen war jetzt nicht unbedingt so notwendig für meinen Geschmack, aber egal. Kannst du dich mal ein bisschen hier verkrümmeln? Ich finde, du rutschst mir gerade irgendwie viel zu sehr auf die Pelle. Oh, fuck. Das war knapp. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Komm. Komm, Schatzi. Aua. Nicht so hart, bitte. Ich wollte, dass du etwas zart beseiteter dich mir näherst. Jetzt, 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 jetzt. Und zackaboom. Und nächster. Oh, nee, das war der falsche Angriff. Jochen. Ah, oh, Jochen, du kleine Arschbombe. Ey, nein. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Jetzt muss ich mich heilen. Oh, fuck. Der kommt mir aber hier gerade schon wieder viel zu nah. Nochmal. Nee. Der steht mir zu nah dran. Ich traue mich noch nicht. Jetzt vielleicht. War das eine gute Idee? Ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Oh, ich lasse mich jetzt hier schon wieder zu sehr an die Wand drängen. Zwar hier auch irgendwie mit einkalkulieren, dass hinter mir vielleicht irgendwann der Weg nicht mehr weiterführt. So, jetzt Kalamit, komm, wieder eine Runde fliegen. Oder machst du doch so gerne, vor allem seit Gauk dich da angeschossen hat. Gauk, ey, wie unser Bundespräsident. Aua, das war gerade nicht so nett von dir. Aber vielleicht war das auch gerade deine Meinung in Bezug auf Gauk, also auf unseren Fesi und nicht unbedingt auf den Schmied. So. Jetzt dürftest du aber mal wieder eine Runde, weißt du? Weil meine Konzentration ist auch begrenzt und so, aua. Ja, so wollte ich dem jetzt aber eigentlich kein Ende bereiten. Und ich weiß nicht, ob meine Hände das noch länger mitmachen, weil die verkrampfen gerade so ein bisschen und ich komme hier gerade schon wieder auf mein Leben nicht klar. Oh, das ist aber langweilig. Das kannst du auch besser. Zeig uns, was für ein anmutiger, toller, wunderschön herumfliegender Drache du bist und wie toll funktionsfähig deine Flügel noch sind, die irgendwie so ein bisschen angeknabbert aussehen, aber das sollte dich nicht... Oh, das hat ihn wütend gemacht. Okay. Stichwort angeknabberte Flügel, das mag er gar nicht. Das ist meine Chance, um ihn zum Fliegen zu bewegen. Aua. Scheiße. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Wichtig ist, dass mein Versuch, einen Sprungangriff zu landen, dass der funktioniert. Ich glaube, das könnte ein Part mit echt Überlänge werden. Tut mir auch voll leid, aber ich bin gerade so in der Stimmung. Und jetzt, nächste Chance. Sehr schön. Und? Nein, falscher Angriff. Ah. Oh, 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 oh. Ich glaub, damit habe ich mir jetzt mein eigenes Grab geschaufelt, oder? Naja, so halb. Ich habe das eigentlich relativ gut weggesteckt. Wo ich quasi im Zentrum, im Auge seines komischen Flammensturms gewesen bin. Nein, 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 nein. Ich heile mich mal sicherheitshalber nochmal. Magst du wieder fliegen, Schatzilein?
Ich finde, deine Flügel sehen immer noch voll angeknabbert aus, weißt du? Ja, ey, guck mal, das ist echt voll das Codewort. Ja, ich habe voll den Sheet gefunden. Den kannte vorher bestimmt keiner. So. Oh, ich wollte schon wieder einmal nachhauen, aber der nimmt mir erstaunlich wenig ab. Also, oh, großer Dank an Havels Rüstung, ey, die mich ja echt mega gut beschützt gerade. Nein, 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 fuck. Fuck, 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 Jochen, kein Fehler machen. Kein Fehler machen, Jochen, gleich trinken. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz rast, ey. Mein Herz rast, wenn mein Arzt mich morgen fragen sollte. Was haben sie denn so getrieben, dass ihre Herzwerte sich so verschlechtert haben? Dann sage ich ihm, wissen sie, gibt da so ein Spiel. Da schimpft sich Dark Souls. Spielen sie das mal. Ja, und beim nächsten Mal ist er tot, weil er irgendwie an einem Herzinfarkt draufgegangen ist, weil er sich das zugelegt hat. Und ich weiß gerade nicht, wo vorne und hinten ist. Ich komme hier gerade von ihm nicht weg. Scheiße, ich will mich eigentlich heilen. Oh, fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wenn jetzt hinter mir keine Wand ist, dann könnte das gut gehen. Ja, okay, es hat funktioniert. Okay, Baby. Könntest du jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen fliegen? Auf mich? Ich mag's, wenn Leute auf mich fliegen, weißt du? Ich mag's auch, wenn Drachen auf mich fliegen. Ey, guck mal. Der ist voll affin, der lässt voll mit sich reden. Der hört mir voll zu. Ist ein guter Zuhörer, dieser Kalamit. So, ich glaube, ein Schlag könnte ausreichen. Ein Schlag noch. Oh, mein Freund. Oh, 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 oh. Da hast du das aber ein bisschen missverstanden mit auf mich fliegen und so. Jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und. Bitte stirb. Bist du tot? Ne, der ist noch nicht tot. Aber er ist jeden Augenblick tot. Ich will nur einmal hauen. Einmal. Nein. Oh, Alter. Ich hab ihn. Alter. Oh, ich heul gleich vor Freude. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich heule. Ich habe gerade wirklich Pipi in den Augen. Ich fasse es nicht. Ey, das ist. Ey, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich habe Kalamit und Manus in einer Folge bezwungen. Ich habe zwar jetzt überhaupt gar keinen Blick dafür, wie lange die Folge schon andauert, aber. Ey, ich glaube, das war unter eine Stunde. Auf jeden Fall, oder? Okay, ey, das ist krass. Ey, das werde ich später meinen Kindern erzählen. Das wird mir kein Schwein glauben, ey. Oh mein Gott. Ey, krass. Krass, krass, krass. Also ganz ehrlich, dass es eine Chance gibt, das irgendwie gut zu meistern, das war mir im Vorfeld auch klar. Aber dann auch noch während einer Let's Play-Aufnahme, das ist einfach nur krass. Ich komme gerade auf mein Leben nicht klar, ernsthaft. Ey, vor allen Dingen, ich wollte euch eigentlich erst beim Leuchtfeuer wieder mit dazu holen, aber ich habe gerade so einen Redeflash. Ey, ich kann das zum Erfolgserlebnis irgendwie nicht die ganze Zeit vor mich hinschweigen. Ey, überlegt mal. Ich habe wirklich so Pi mal Daumen eingeplant, dass sowohl Manus als auch Kalamit jeweils 3, 4, 5 Parts beanspruchen würden. Ne? Vielleicht sogar in Überlänge und so. Und dadurch, dass Dark Souls momentan nur einmal pro Woche kommt, rechnet mal bitte gegen, wie viele Wochen wir uns dadurch eingespart haben, ey. Ey, es ist einfach alles so krass. Ich kann gerade echt gar nicht glauben, was hier passiert ist und bin einfach so mega geflasht. Also werden uns auch die Angaben zu dem Ring beim nächsten Mal dann durchlesen und ich muss mich dann im Grunde genommen jetzt schon mit der Überlegung auseinandersetzen, wie ich dann weitermache, weil theoretisch könnte ich gewinnen beim nächsten Mal schon besuchen, oder? Oder habe ich noch irgendwas ausgelassen? Also ich weiß, von euch kam mehr als einmal auch der Wunsch, so eine PvP-Folge noch zu machen. Vielleicht mache ich die beim nächsten Mal. Vielleicht werde ich aber erstmal das Spiel abschließen und das danach machen. Ich bin mir da irgendwie noch nicht so sicher. Ich glaube, ich mache das aber erstmal am Anschluss. Erstmal will ich das, oder im Anschluss. Erstmal will ich das Spiel an sich abschließen. Und danach können wir ja immer noch gucken. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es jetzt für euch hier im Spielverlauf noch irgendwas gibt, was ich machen sollte. Ich bin da ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt, aber ich glaube, ich habe jetzt hier außer den finalen Boss keine Sachen mehr offen. Außer dieses PvP-Ding. Aber das kann ich ja als Bonusfolge immer noch mit ranhängen, wenn ich denn mal irgendwann auch kapiere, wie das geht, sobald ich das Let's Play insgesamt abgeschlossen habe. Ich muss das jetzt erstmal für mich innerlich feiern und verabschiede euch an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.